Aber irgendwie habe ich dieses Jahr so richtig das im Gefühl, dass es ein geiler Sommer wird. Was geht und so. Ich dachte, heute mache ich mal wieder so ein Let's Talk-Video, was ich vor einer gewissen Zeit mal gemacht habe. Ich weiß nicht mehr genau, schon ein paar Monate her. Vielleicht 4 Monate, vielleicht 3 Monate, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall dachte ich, greife ich das Ganze mal wieder auf und rede mal so über ein paar Sachen, die mir gerade so im Kopf rumschwirren, über das ich mit euch reden will. Also die erste Sache, die mir jetzt gerade mal so einfällt, ist so irgendwie Schule und dann eher Ferien, weil es haben wirklich viele schon Ferien und ich bin echt neidisch auf die ganzen Snapchat-Stories, die ganzen Instagram-Bilder von Sonne, Sonnenuntergängen und einfach Urlaub und Entspannung und Ferien und ich bin so froh, dass ich in 2 Wochen auch endlich Ferien habe, weil Schule ist echt anstrengend und irgendwie ist es hier in Hessen, kommt mir so ein bisschen so vor, weil bei mir auf der Schule zumindest, dass man nicht 6 Wochen Sommerferien hat, sondern 8 Wochen Sommerferien, weil einfach die letzten 2 Wochen, in der letzten Schulwoche ist Projektwoche und da macht man auch fast nichts außer sein Projekt. Ja, wow. Ich fahre nach Straßburg. Ist auch cool. Vielleicht kann ich da auch ein bisschen was filmen. Sag mir, ob ihr das sehen wollt. Schreibt mir unten in die Kommentare oder irgendwie. Lasst mich wissen. Dann würde ich das echt machen. Also, warum nicht? Auf jeden Fall haben wir ja dann Projektwoche und dann die Woche davor, das ist jetzt die nächste Woche, die dann kommt. Keine Ahnung, was man da alles macht. Keine Ahnung. Man macht kaum noch Unterricht. Keine Ahnung, tut mir leid. Jetzt zu den Sommerferien. Ich freue mich so krass auf die Sommerferien. Das wird so cool. Weil als erstes gehe ich mit meinem Bruder, meiner besten Freundin, ihrem Freund und noch ihrer Familie in die Türkei. Oh mein Gott. Ich komme dann auch ganz schön Frauen zurück und ich freue mich so. Ey, Sonne, Sommer, wie ich schon gesagt habe, mit den Sonnenuntergängen. Ich liebe Sonnenuntergänge. Ich keine Ahnung, ich schätze die irgendwie voll. Ich weiß nicht, ist noch jemand so ein bisschen gestört wie ich? Ja, ich liebe es, Sonnenuntergänge anzugucken. Es ist einfach so schön. Krass. Also falls noch jemand so ein Sonnenuntergang-Liebhaber ist wie ich, sagt Bescheid. Also ich weiß nicht. Genau, ich liebe Sonnenuntergänge einfach. Ich habe auch sehr viele, ich mache wirklich sehr viele Bilder von Sonnenuntergängen. Ich weiß nicht, vielleicht wenn ihr mir auf Instagram folgt, könnt ihr es sehen, weil da sind ganz schön oft welche. Ist mir aufgefallen, aber ich mag Sonnenuntergänge einfach und die sind einfach schön und ich appreciate es einfach. Und was ich auch noch in den Sommerferien mache, ist, ich gehe nach London. Oh mein Gott, nach London. Ich liebe London. Ich war schon öfter in London, das muss ich zugeben. Und es ist einfach so eine tolle Stadt. Und diesmal gehe ich auch wieder mit meinen besten Freundinnen und meinen anderen 4 besten Freunden. Nein, wir sind zu 5. Also ich gehe mit meinen besten Freundinnen, meinen anderen 3 besten Freunden und ich. Und deshalb sind wir zu 5 und mit meiner Mama und deshalb sind wir zu 6. Und das wird so cool. Wir wohnen da in so einem Hostel. Nee, doch in einem Hostel. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so eine Art Jugendherberge, nicht direkt. Irgendwie so, aber ganz cool. Und es sieht so richtig geil aus und hat auch eine Lobby. Und es ist, glaube ich, an dieser U-Bahn-Station mit Harry Potter, mit diesen Gleis 9¾. Und ich liebe Harry Potter. Harry Potter ist so cool. Und ich freue mich echt krass auf London. Das ist so cool. Und dann so ein bisschen abends chillen mit Freunden in den Sommerferien und auch insgesamt so einfach entspannen. Ein bisschen natürlich, ich muss trotzdem was für die Schule machen, weil ich komme dann in die Q-Phase, für die, die es nicht wissen, für manche aus Deutschland, die haben das ja nicht. Das ist ja die. Also ich habe ja 10. in der Realschule gemacht, dann jetzt 11. E-Phase, dann 12. ist die Q-Phase. Also komme ich in die Q1, dann kommt Q2, Q3 und dann Q4 und dann habe ich mein Abi! Wenn ich nicht sitzen bleibe, was ich nicht denke, weil Nein, das ziehen wir gar nicht erst in Erwägung, nein. Auf jeden Fall freue ich mich krass auf die Sommerferien, sind einfach so richtig geil. Ich hoffe, es wird gut. Wirklich. Also jetzt ernsthaft, in den letzten Jahren habe ich mir immer so vorgestellt, dass der Sommer richtig cool wird. Und im Endeffekt war er okay oder naja, keine Ahnung. So ein paar Dinge waren dann echt cool dabei. Aber irgendwie habe ich dieses Jahr so richtig das im Gefühl, dass es ein geiler Sommer wird mit Freunden. Und vielleicht auch neuen Leuten zu treffen. Neue Leute. Auch über YouTube vielleicht. Hi. ja, keine Ahnung, ich freue mich echt auf dieses Erlebnis. Und ich hatte überlegt, zu den Video Days zu gehen. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn es jemand interessiert, ich glaube, ich wäre dabei. Ich meine, das ist auch in der Sommerferien. Das ist ja dann nochmal so richtig cool. Ich weiß nicht. Würde mich freuen. Ein bisschen neue Freunde zu gewinnen ist immer cool, weil man einfach neue Leute trifft und
keine Ahnung, es gibt immer diese wahren Freunde und dann Freunde, die man kennenlernt und dann immer besser und bla 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 bla. Ihr seid auch alle meine Freunde, oder? Hoffe ich. Außer ihr seid so ein Abonnent, der einfach nur so da sitzt und sich denkt, ich hasse dieses Mädchen eigentlich. Aber ich hoffe echt nicht, ihr seid so. Also ich denke es nicht, also ich hoffe es wirklich. Und oh mein Gott, ey, das süßeste ever. Ein Moment. Auf Instagram, ne? Hat mir ja vorhin ein Mädchen, also die ist englisch sprechend, das Lied, auf Direct Message dieses Bild geschickt. Ich kann es euch nochmal einblenden, das ist so cute. Und die meinte so, you're my idol and I want to thank you for keeping a smile on my face. You're a beautiful person and a great role model. You're awesome. Ich meine, oh mein Gott, wie süß, krass. Ich meine, ich bin nicht bekannt oder so. Und dann, das hat mein Herz erwärmt. Also danke. Das war richtig süß. Ich muss mein Handy aufladen. Yeah. Kennt ihr das, wenn ihr gerade keinen Ladekabel zur Hand habt, ihr noch 6% habt und diese 6% sehr schnell auf 1% gehen und ihr jetzt aber zu faul seid, irgendwie runterzugehen, weil ihr ein Video dreht zum Beispiel? Ja, das wäre das. Und jetzt nochmal, ich freue mich wirklich krass auf den Sommer, weil man wirklich auch neue Leute kennenlernt, egal wo man hingeht. Egal, ob ich jetzt zu den, was weiß ich, gehe oder zum, was weiß ich, oder zum See oder was weiß ich. Man lernt eigentlich fast immer neue Leute kennen, außer man ist so eine verschlossene Person, aber das bin ich eigentlich nicht. Also bei mir ist es auch so, ich muss ehrlich sagen, ich sitze auch manchmal einfach still neben Leuten. Oder auch wenn ich nur zu zweit mit einer Person bin, ich sitze einfach auch still da. Nicht, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll, sondern eigentlich eher, weil, keine Ahnung, ich mag die Stille. Richtig komisch eigentlich, aber ich mag eigentlich wirklich die Stille. Manchmal hocke ich neben einer neu kennengelernten Person oder einer Person, die ich schon, keine Ahnung, mein Leben lang kenne und ich rede einfach gar nichts. Entweder die Person redet auch nicht oder die Person ist am Handy oder was weiß ich, aber ich interagiere nicht die ganze Zeit so. Wisst ihr, was ich meine? Also ich rede nicht die ganze Zeit. Ich höre gerne zu. Zu hören gar nicht gut. Okay, Leute, also das war's mit dem Video. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein richtiges Ende dazu gefunden habe. Auf jeden Fall konntet ihr wahrscheinlich rauskristallisieren, dass ich den Sommer sehr mag und dass ich mich wirklich auf diese Sommerferien freue, weil es einfach geil wird. Hoffentlich. In meinen Gedanken ist es auf jeden Fall schon geil. Also wird es auch hoffentlich so geil sein. Und das Beste daran ist, dass ich euch einfach mitnehmen kann. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Und wenn ihr die ganze Adventure sehen wollt, abonniert meinen Kanal. Und wenn euch dieses Video gefallen hat und wenn ihr mehr Let's Talk Videos sehen wollt, gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben oder was auch immer. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Das ist euer Daumen, den ihr vergibt. Ja, auf jeden Fall, wir sehen uns dann nächste Woche wieder und ich hoffe, ihr habt bis dahin eine schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche. Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir haben gerade keine Ahnung, wie viel Uhr. Einen Moment. 2 Uhr 52. Also fast 3 Uhr und vielleicht sieht man es mir auch an, aber ich weiß nicht, ich hatte gerade richtig den Elan, ein Video zu drehen und